Namaste, Namaste, hello again, liebe Freunde, liebe Feinde des KIMI-Reports. Im Anschluss an die letzte Sendung, die Arche Noah des freien, aber auch kritischen und toleranten Denkens. Wir reden heute über Humor. Wird uns das Lachen vergehen? Aber auch die Sendung soll auch ein bisschen wieder den tierischen Ernst sein, weil ich habe das fast vergessen, weil irgendwie sind die Bühnen versperrt seit Monaten. Ich bin ja auch noch Kabarettist, also zum Glück hat mir das der Georg und der Niklas gesagt, ich soll mal was über Humor wieder machen. Und zuerst nochmal in eigener Sache, nicht vergessen, sehr, sehr bald, 20.03.21 in Liestal. Protestmarsch. Treffpunkt wird auf www.stillerprotest.ch bekannt gegeben. Es ist ganz in der Nähe des Bahnhofs auf jeden Fall. Und es soll ja sogar noch eine Choreografie geben. Also bei diesem Spaziergang zuerst die in den weißen Anzügen und dann hoffentlich viele auch in schwarz. Hoffentlich viele auch mit dem Free Switzerland Emblem da, ein bisschen auch ein Sujet von unserer freiheitlich denkenden Bewegung. Das ist übrigens die neue Dennis Barth Kreation, gefällt mir, leuchtet schön, wunderbar. Also ab nach Liestal in die baselländische Kantonshauptstadt. Alle Mann an Bord, alle Bundesratten, alle Gertruds und so weiter. Ja, jetzt zum Gabaret. Am 5. 6. Mai sollten wir spielen, im Taburettle. Mal wieder dort habe ich die Auskunft bekommen, wir wissen auch nicht mehr als ihr. Wir warten mal Ende Woche ab, da will ja die 7 Zipfelmützen des Bundesrates in der Schweiz wollen ja wieder was bekannt geben über Öffnungen oder man weiß ja nie, vielleicht auch Schließungen, weil es wird ja auf Teufel komm raus getestet und je mehr getestet wird, umso mehr wird auch gefunden, nach dem Motto, wer sucht, der findet auch. Also wir bleiben verhalten optimistisch, allerdings die Motivation, wieder das Skript hervorzunehmen, die muss ich mir schon noch irgendwo finden und suchen gehen. Dann im September ein weiterer Auftritt im Kulturzentrum Bären in Biglen, das ist im Kanton Bern, eingangs des Emmentals, wunderbares Kellertheater, wir gehen so gern dorthin. Aber eben, 2020 war leider nichts, nada, rien, und die Hoffnung stirbt selbstverständlich zuletzt. Ich werde dann noch etwas mehr über Humor erzählen. Zuerst aber noch eine Glory Voice vom Minu. Er schreibt mir, lieber Marco, vorerst erstmal herzlichen Dank für das Taschenbuch, liebe Angela, und die Karte, die ich im Dezember erhalten habe. Minu ist ein sehr regelmäßiger Unterstützer von uns, das darf man jetzt auch mal sagen. Ich habe jetzt auch die Alpencomedy von dir auf YouTube angeschaut. Ich finde deine Auftritte und die Beiträge auf deinem Videokanal eine überzeugende Art, politische und gesellschaftliche Themen an die Öffentlichkeit mit Humor zu tragen und zum Nachdenken oder sogar Handeln anzuregen. Zudem bringst du Geschichten, Fakten und Ereignisse auf die Bühne, die in Leitmedien nie oder nur selten aufgegriffen und diskutiert werden. Dein kabarettistischer Auftritt im Video erinnert mich an Volker Pispers und Gerhard Schramm. Also das ist jetzt mal wirklich ein Ritterschlag. Minu, ganz vielen Dank. Die deutsche und europäische Politiker pointiert aufs Korn genommen haben und mit ihren Vorträgen Machenschaften der Politik und der Wirtschafts- und Finanzeliten aufgedeckt haben. Und zwar so, dass es für die meisten Besucher verständlich, humorvoll und nachvollziehbar. Vor allem auch deutsche Politik verfolge ich seit 2 Jahrzehnten intensiv und stimme deinen Aussagen und Interpretationen meist voll zu. Also liebe Deutschen, ihr seht, wir kümmern uns um deutsche Politik. Umgekehrt ist das viel, viel weniger der Fall. Wer achtsam im Leben steht, Körpersprache und Mimik zu verstehen, versucht, durchschaut Leute auch in der Politik, wenn sie verschweigen, betrügen und belügen.
jetzt darf ich nicht mehr weiterlesen und muss springen, sonst hat unsere Gastgeberfamilie keine Freude. Und noch etwas ist mir wichtig, ich bin absolut für europäische Zusammenarbeit, die Verkehr, Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben untereinander vereinfacht, aber ich lehne eine zentrale europäische Führung ab, die in Justiz und Politik aller Nationen eingreift und damit Lobbyismus und Korruption Tür und Tor öffnet. Lieber Gruß aus Heimisbach, der Minu. Vielen Dank für diesen wirklich großartigen Ritterschlag. Das tut uns gut und motiviert uns, vielleicht das Skript wieder hervorzunehmen. Also, Outtakes, Maskendebakel der CDU, jetzt treten die beiden Verantwortlichen aus der Partei aus. Also das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, ein Nicolas Löbel, CDU, und ein Georg Nüsslein haben sich da ziemlich an Maskendeals bereichert. Er ist von der CSU, also ja, meine Damen und Herren, also Typ Traumschwiegersohn irgendwie, also wirklich, man kann gar nicht denken, dass der mogelt. Und er ist halt wahrscheinlich ein Bayer, nicht? CSU ist Bayern. Und ich bin mir aber nicht so ganz sicher, es riecht ein bisschen nach HP Strache, nicht so dieser österreichische Ibiza-Gate-Skandal, ganz kurz vor der Europawahl damals und jetzt wieder irgendwie so wieder kurz vor einigen Landtagswahlen, sowieso im Wahljahr, da kann man ja den schwarzen CDU, CSU vielleicht so richtig schön reinbremsen und die Wahlen in Baden-Württemberg haben ja gezeigt, dass die Grünen da die großen Profiteure sind von diesem ganz bestimmten Verhaltens- und Finanzdebakel. Aber es gibt wiederum diese komische Nähe zu größeren Wahlereignissen. Ich mache da mal, ohne wirklich Beweise vorliefern zu können, ganz vorsichtig, mit ganz dünnem Bleistift ein Fragezeichen, oder? Und dann gibt es wirklich Grund zu feiern, es stehen neue großartige Impfstoffe, Anteportas, so epische Vakzine, wie man sagt, übrigens das Wort Vakzin kommt von Vacca, lateinisch die Kuh. Das hat mit der Impfgeschichte zu tun, weil man hat die Pocken mit Kuhpockenerreger, hat man da die Körper sensibilisiert, die menschlichen, die sind wesentlich schwächer als die menschlichen Pocken und das hat ja, das ist bestimmt eine Erfolgsstory der ganzen Impfstory, praktisch zur Ausrottung der Pocken geführt. Jetzt feiert man aber genetische Impfstoffe, hier ganz klar ein Labor, die Ärzte, die Assistenten und Assistentinnen feiern und jubeln und auch die Affen, die Versuchsaffen im Käfig, wahrscheinlich frisch geimpft, überwinden jegliches Social Distancing völlig maskenfrei. Hurra, der Impfstoff ist da! Wenn da nur nicht diese lästigen, also diese wirklich schon fast penetranten Impfverweigerer und Impfkritiker werden, da gibt es schon Demos für diese Impfbefürworter, also für die natürlich völlig vernünftig denkenden Menschen, die die Frage stellen, wann kommt die Folter für die Impfverweigerer? Also ihr seht, da ist wirklich Dynamik in dieser Impfbewegung. Wenn da nicht noch ab und zu noch so ein ethischer, ärztlicher Gedanke kommen würde, ein Nachdenken über Arzt-Patienten-Beziehung und dann das, diese lästigen Dinge oder die ärztliche Ethik soll tradierte Werte wie Sympathie, Nächstenliebe, Mitgefühl, Toleranz, Gerechtigkeit, Berücksichtigung, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die ethischen Richtlinien des Weltärztebundes wie das Genfer Ärztegelöbnis und die Deklaration von Helsinki respektieren. Mein Gott, das ärztliche Gelöbnis von Genf, das ist ganz viele Positionen hat es da drin. Ich finde eine spannend. Ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Genfer Ärztegelöbnis. Ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten, sind auch Grundrechte und bürgerlichen Freiheiten anwenden.
mal ein bisschen setzen lassen, was da steht. Hochoffiziell nichts bei den Corona-Rebellen. Das sind einige Punkte der Deklaration von Helsinki. Medizinische Forschung unterliegt ethischen Standards, die die Achtung vor den Menschen fördern und sicherstellen und ihre Gesundheit und Rechte schützen. Während vorrangiger Zweck der medizinischen Forschung ist, neues Wissen hervorzubringen, darf dieses Ziel niemals Vorrang vor den Rechten und Interessen der einzelnen Versuchspersonen haben. Es ist die Pflicht des Arztes, hier gilt das genetische Maskulinum, der sich an medizinischer Forschung beteiligt, das Leben, die Gesundheit, die Würde, die Integrität, das Selbstbestimmungsrecht, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit persönlicher Informationen der Versuchsteilnehmer zu schützen. Die Verantwortung für den Schutz von Versuchspersonen muss stets der Arzt oder ein anderer Angehöriger eines Heilberufes tragen und nie die Versuchsperson selbst, auch dann nicht, wenn sie ihr Einverständnis gegeben hat. Ja, also manchmal haben die Ärzte schon noch so klare Gedanken und die bringen sie dann auch in ganz hochoffiziellen Konventionen zu Papier. Und da gibt es dann halt einfach auch Menschen, die sind da skeptischer, die wollen sich nicht impfen lassen. Und ich habe gestern wirklich, wir sind ja im Thema Humor drin, auf Facebook gepostet. 20 Minuten hat ja ein Artikel geschrieben, wegen Ungeimpften droht eine vierte Welle in Israel. Also das ist nicht die 7/8, die geimpft sind, natürlich, das sind ja die vorsichtigen, verantwortungsvollen, sondern die 3/8, die noch nicht geimpft sind, wegen denen droht jetzt der vierte Lockdown. Also das wissen wir jetzt dank 20 Minuten einer Schweizer Gratiszeitung, oder? Und ich habe dann so die Bewegung Not Vaccinated Lives Matter, also das ist angelehnt natürlich an Black Lives Matter. Und da ging es dann los. Viele haben gedacht, ja super, ich trete dieser Organisation bei und riesen Tohuwabohu. Also ich weiß jetzt nicht genau, liebe Freunde, ist wunderbar, aber ich weiß nicht genau, wenn ich das auch noch gründen und führen soll. Aber vielleicht so mal als Grundgedanke, vielleicht zählt auch das Leben von noch nicht Geimpften irgendwie auch noch, oder? Aber ich finde sowieso, also dieser Karimi da und Facebook, ich finde, man müsste solchen Leuten, da müsste das Netzwerk Durchsuchungs- oder Durchsetzungsgesetz, das damals der damalige Justizminister der Bundesrepublik, Heiko Maas, hat das ja eingeführt, da müsste man, also solche Dinge, die müsste man einfach mehr zensurieren in Facebook. Also hat jemand geschlafen, weil es ist immer noch drauf, oder? Und das ist dann dieser Artikel von 20 Minuten. Also ich habe das nicht erfunden, liebe YouTuber, Zensoren. Tatsächlich, die haben geschrieben, 15. März, wegen Ungeimpften droht sogar eine vierte Welle. Laut dem BAG droht eine Erkrankungswelle bei Ungeimpften, sobald die Impfaktion abgeschlossen ist. Also BAG hat jetzt eine neue Anschaffung, auch eine Kristallkugel. Die sehen schon die vierte Welle. Nicht, wenn dann, für diejenigen, die dann nicht geimpft sind, kommt die vierte Welle. Deshalb sollen auch Geimpfte weiter Masken tragen. Das hat schon Lauterbach gesagt. Die Maske bleibt erstmal drauf. Ich weiß nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen in den Kommentaren. Irgendwie die vierte Welle, aber die dritte, die habe ich irgendwie nicht so mitbekommen. Keine Ahnung, ich habe vielleicht mal an einem Sonntag zu lange geschlafen und die dritte Welle ist also über Europa geflutscht. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, ich weiß jetzt Bescheid, vierte Welle für Nicht-Geimpfte. Das ist gut. Und Jürg Utzinger, Direktor der Schweizerischen Tropen- und Public Health Institutes, meint, länger Masken tragen, oder? Also das haben wir ja schon gehört, also wie in Asien vielleicht für immer Masken tragen oder für immer punktuell, meist punktuell Masken tragen. Er sagt, Zitat, es ist wichtig, dass wir diese Basismaßnahmen auch dann aufrechterhalten, wenn alle sich impfen lassen konnten, um die Entwicklung beobachten zu können. Würde alle Maßnahmen auf einmal fallen, liefen wir große Gefahr, eine weitere Ansteckungswelle bei den Ungeimpften auszulösen. Dann drohe erneut eine starke Belastung des Gesundheitswesens. Ich finde das super. Wir haben wirklich Freude, weil man kümmert sich auch um Ungeimpfte, das steht's. Würden alle Maßnahmen auf einmal fallen, liefen wir große Gefahr,
eine weitere Ansteckungswelle bei den Ungeimpften auszulösen. Also, liebe Impfskeptiker, ihr seid in besten Händen. Man wird sich auch danach, wenn alle geimpft sind, außer den Ungeimpften, dann wird man sich weiterhin um die Ungeimpften schützen, wie Winkelried vor seine Frau und Kinder werfen und sagen, wir schützen euch, darum tragen auch die Geimpften Maske. Da werden bestimmt alle Freude haben, die Geimpften und die Ungeimpften. Das ist, finde ich, eine gute, super gute Strategie. Das ist aus Zürich. Da wurde dann eine Maskenbuße wurde wieder verworfen vom Gericht, weil irgendwie stimmt das so mit der Verfassung und Grundgesetz nicht so ganz. Aber zum Thema heute, Humor soll ja auch sexy sein und das sieht man auch bei gewissen Plakaten. Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist befriedigend dann besser als gut. Naja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet aus meinem Humorbuch Willkommen im Widerstand. Es ist leider im Moment vergriffen und mal schauen, ob wir das nachdrucken lassen. Ich möchte da zum zweiten Teil der Sendung ein paar Dinge zitieren, die ich da mal geschrieben habe. Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt, sagt Samuel Taylor Coleridge. Dass wir sagen, das sage ich oder schreibe ich, jemand hat Humor, bedeutet auch den Umkehrschluss, jemand hat keinen. Was dem einen komisch und lustig erscheint, ist dem anderen lächerlich, vielleicht sogar peinlich. Kranke sind sich ihres Zustandes bewusst, man hat sie meist darüber aufgeklärt. Humorlose ahnen gewöhnlich nicht mal, dass sie humorlos sind. Wahrscheinlich sind sie sogar unbewusst glücklich darüber, dass sie keinen Humor haben und nichts darüber wissen. Denn die Verwandtschaft des Komischen mit Absurdität und Nonsens steht ernsthaften Naturen im Weg. Diese haben die Neigung, sich über Komisches zu entrüsten. Alles soll sinn- und gehaltvoll sein und bleiben. Solche Menschen haben das Gefühl, Lachen sei etwas Vulgäres, das der gebildete, feine und rücksichtsvolle Mensch besser vermeidet. Sie gehen zum Lachen in den Keller, sagt der Volksmund. Nicht selten sind es Miesepeters, edler Misanthrope genannt, was aber auch nichts anderes als menschenfeindlich bedeutet. Es gibt sie, diese Menschen, die das herzhafte Lachen anderer als einen Anschlag auf ihre Humorlosigkeit empfinden. Durch das Lachen anderer fühlen sie sich in ihrer selbsternannten Ernsthaftigkeit bedroht. Gerade solche humorbefreite Menschen versuchen nun, Themen zu etablieren, über die man nicht lachen darf. Meist unter dem Deckmantel der Political Correctness oder des Antirassismusgesetzes. Als Argumentarium dienen Begriffe wie Toleranz, Respekt oder gar Religionsfreiheit. Aber gerade der Humor ist als eine Art Sandsack oder Knautschzone zwischen Menschen sehr wichtig, damit sie mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen friedlich zusammenleben können. Der Humor stellt die Toleranz nicht in Frage, er fördert sie. Die Humorlosigkeit hingegen ist direkt mit Intoleranz verwandt, denn sie ist die Unfähigkeit, eine Welt so anzunehmen, wie sie ist und nicht, wie wir sie gerne hätten. Die Einführung der Antirassismus-Strafform hatte zum Ziel, unterschwellig und eindeutig vorhandenen politischen Rassismus zu eliminieren. Ist der Grundgedanke gut, hat sie doch das Ziel verfehlt. Dafür wird jetzt der humoristische Umgang mit eigenen Wesensmerkmalen und vor allem unterschiedlichen Kulturen strafbar. Der ehemalige Berner Stadtpräsident Alexander Chappett, kein Kind von Traurigkeit, wurde im Jahr 2014 wegen Rassismus angezeigt. Der Grund dafür: Er hatte bei einem Gastauftritt auf der bekannten Comedy-Bühne Das Zelt, der Direktor war auch schon hier zum Interview, folgenden Italienerwitz erzählt. Warum sind die Italiener oft so klein? Antwort: Weil ihnen Mama gesagt hat, wenn du mal groß bist, gehst du arbeiten. Was sagt der Kabarettist dazu? Vielleicht folgendes, wie Andreas Thiel in seinem Buch schreibt. Aus Mangel an Rassisten jagt man jetzt Komiker.
Die Leitmedien lassen sich dabei hemmungslos vor den Karren der Humorlosen spannen. Dass sich Anzeigen gegen Kabarettisten in der Schweiz wegen Verletzung der Antirassismus-Strafnorm häufen, diskutieren sie in Foren und im Feuilleton, ob man über einen rassistischen Witz lachen darf. Solche Fragen verschwenden Papier und Druckerschwärze, denn sie sind schlicht unsinnig, ja absurd. Humor haben bedeutet, meist entspannt zu sein. Humor ist durchaus ein Charakterzug. Das Lachen aber ist eine physische Abreaktion, ein spontaner Gefühlsausbruch, ausgelöst durch einen Mechanismus bestehend aus Differenz, Polarität, Wiedererkennung und Überraschung. Man bezeichnet das als Pointe. Pointe erzeugen spontanes Lachen oder zumindest Schmunzeln. Folglich gilt, über einen angeblichen rassistischen Witz darf man nicht lachen, man muss. Die Frage, ob man über einen rassistischen Witz lachen darf, ist demzufolge genauso absurd wie die Frage, ob man sterben soll, wenn man aufgehängt wird. Gewisse Leser werden sich schon jetzt aufregen, in ihrer Ernsthaftigkeit verletzt sehen. Aber das Gegenteil von Humor ist nicht die Ernsthaftigkeit, sondern die Empörung. Leider erkennen sie sich selbst viele Menschen in ihrem eingeschränkten und sterilen Weltbild für empörungsberechtigt. Empörungsberechtigt, vielleicht mal das Unwort des Lachens. Der Philosoph Plato wollte das Lachen gar verbieten. Der russische Autor Igor Dostojewski meinte, dass es auf die Art des Lachens ankomme. Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk sagte, Humor ist das aufgeklärte und richtige Bewusstsein. Ganz genau, der Humor ist eine Art, Dinge wahrzunehmen, unaufgeregt und vor allem entspannt. Wer Humor hat, verfügt oft über Überblick und sieht Fakten und Begebenheiten in einem größeren Zusammenhang. Währenddem der Empörungsberechtigte seinem Tunnelblick huldigt. Dürfen Kabarett und Satire alles? Mitnichten. Doris Leuthard, ehemalige Schweizer Bundesrätin, sagte nach dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris im Januar 2015 folgenden Satz: Satire ist kein Freipass. Sie wurde dafür heftig kritisiert, aber nur teilweise zu Recht, denn Satire darf in der Tat nicht alles. Ein Kabarettist zum Beispiel sollte nicht lügen. Eine politische Pointe beispielsweise, die auf einem Lügengebilde aufgebaut ist, ist keine Pointe, außer sie ergibt sich in ihrer Ironie als Lügenkonstrukt zu erkennen. Ein Kabarettist sollte auch nicht eines Zuschauers Frau begehren oder sie gar hinter die Bühne locken. Und ein Kabarettist darf erst recht nicht töten. Eine Pointe, bei der die Gefahr besteht, dass sich vereinzelte Zuschauer totlachen, muss der Kabarettist eigenverantwortlich aus seinem Programm entfernen. Diese moralische Grenze für die Satire bestehen seit Jahrhunderten. Bereits die Hofnarren kannten sie. Frau Leuthard konnte also zu der Zeit ihrer Politikkarriere von großem Glück reden, dass sie Tesla-fahrende Politikerin sein durfte und nicht Kabarettistin. Denn für Politiker gelten ganz andere moralische Standards als für Kabarettisten. So sagte der EU-Kommissionspräsident und Kampftrinker, Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, einen Satz, der sich bei mir für immer und ewig in meine zerebrale Festplatte eingebrannt hat. Wenn es ernst wird, muss man lügen. Politiker machen Gesetze, Richter urteilen nach diesen Gesetzen oder sie tun zumindest als ob. Gesetze bestimmen darüber, was richtig und was falsch ist, was ethisch, moralisch oder eben auch verwerflich ist. Auch das Wort Reue wird vor Gericht immer beurteilt. Die Wahrheit und Moral wird also von einer Berufsgruppe festgelegt, die statistisch gesehen öfter lügt als alle anderen Berufsgruppen zusammen, aber nie Reue zeigt. Der Leser folgt daraus, dass sich Kabarettisten viel besser als Vorbilder eignen als Politiker. Das mal so ein paar theoretische Dinge und zum Schluss heute habe ich noch was ausgesucht aus meinem nicht ganz neuen Programm, das Lachen der Kühe.
Und es wird ja viel über Wölfe gesprochen, ob man Wölfe aussetzen soll, ob man sie abknallen soll und so weiter. Ich glaube, auch in Deutschland gibt es solche Diskussionen. In der Schweiz ist das schon ein Evergreen. Und das Stückli heißt Der Wolf im Wallis. Die Schweiz ist wunderschön, speziell das Wallis, so üsegebützt und argetan. Freundliche Leute, die Antamattens, Kalbermattens und Constantins. Nicht ganz so europafreundlich, da gehört schon alles außerhalb des Wallis zur Üsserschwitz. Aber im Wallis regieren noch wahre Männer und das Faustrecht. Haben Sie einst gesehen, wie Vater und Sohn Constantin, einst wie Wilhelm Tell, den österreichischen Rotpelz Rolf Fringer niedergestreckt haben? Wie die Eidgenossen, früher die Habsburger. Großartig. Es ist wirklich schön, wunderschön, das Wallis. Gut, braucht manchmal etwas Geduld, bis man etwas Schönes sieht. Nicht ganz ungefährlich, es hat Ehinger Kampfkühe und freilaufende, immer brünstige Darbele-Munis, die alles auf seine Hörner aufspießen, wo nicht in 3 Sekunden auf den Bäumen scheint. Und das Wallis hat Wölfe, deren Population steigt an, was einerseits schön ist, auf der anderen Seite sind es halt Wölfe. Ja, wie Wölfe halt so sind. Für die vielen, vielen Tourismusunternehmungen im Wallis sind Wölfe auch ein Problem. Die müssen jetzt ihre Gäste präventiv informieren, damit sie keine Angst kriegen. Sie müssen den Wolf als Naturschönheit und Ereignis verkaufen. Gut, kann blutig werden, aber so ein Aderlass ist manchmal ganz therapeutisch. Die Tourismusfachleute haben sich deshalb etwas überlegt und sich gedacht, das machen wir ganz charmant, freundlich, fröhlich, mit einem Touch-Adventure-Feeling. Mit so einer Broschüre, mit Humor und allem Möglichen, für viele erschwinglich, quasi mit dem Golf ab zum Wolf, und haben auch mich angefragt, ob ich zur Einleitung der Broschüre was schreiben kann, was Motivierendes, Lustigmachendes, was die Schönheit und Anmut des Wolfes beschreibt, aber auch die Gefahren nicht verschweigt. Ich habe sofort zugesagt, ich würde mich sehr freuen und ich mache das sehr gerne. Unbedingt mit einem Gedicht, bei Wölfen immer Lyrik. Das weiß jeder. Wölfe lieben Lyrik und sie sind ausgesprochen gedichtaffin, noch mehr als Kühe. Kann man in der ganzen Weltliteratur problemlos nachschauen. Ich habe dann für diese Walliser Tourismusbroschüre folgendes Gedicht geschrieben. Im edlen Sportresort beim Golf stand kurz vor dem 7. Loch ein Wolf. Der Golfer dachte noch hier, heute schaff ich Paar 4. Doch da fraß ihn schon das hungrige Tier. Seine Frau, die das Ganze sah, sprach, komisch, das ist doch gar nicht wahr. Wölfe fressen keine Menschen eigentlich. Und der Wolf sagte, oh, das wusste ich nicht. Tja, ich habe Ihnen dann der Tourismusbehörde vorgestellt, aber es war eine ganz komische Stimmung dann im Raum. Ganz seltsam, da habe ich gleich gemerkt, von denen wird dich keiner adoptieren. Da hat auch lange niemand was gesagt. Meine lähmende Stille, nur ganz langsam kam sowas wie, ja, schöne Reime und so. Ich habe das Gefühl gehabt, ohne mir erklären zu können, warum, sie sind nicht wirklich zufrieden, diese Tourismusfachleute. Ja, da habe ich ein Gespür dafür, ganz feine Antennen, solche Sachen kriege ich ganz schnell mit, vor allem so Zwischentöne. Gerade und vor allem, wenn nichts gesagt wird, kriege ich die Zwischentöne besonders gut mit. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit haben sie dann gemeint, sie hätten sich das Ganze doch etwas symbiotischer vorgestellt, dass das Win-Win klarer hervorstechen würde. Ich weiß ganz genau, was ihr meint, habe ich gesagt. Ganz genau weiß ich das. Und wisst ihr was? Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Aber da war das Gedicht schon geschrieben. Aber überhaupt kein Problem, mache ich gerne nochmal, jetzt so klar verbrieft, die Karten auf dem Tisch, die Hosen runter, wird auch nichts mehr schief gehen, ich schicke euch das zu, macht euch keine Gedanken, Jungs. Ja, denn eine Frau war nicht dabei bei der Tourismusbehörde, wir sind ja auch im Wallis halt.
Ich bin also vom Meeting nach Hause gekommen und habe das Gedicht sofort komplett überarbeitet, gewissermaßen eine lyrische Totalsanierung durchgeführt. Die neue Version: Im edlen Sportresort beim Golf stand kurz vor dem siebten Loch ein Wolf. Bei den ersten beiden Zeilen war ja noch alles okay, das habe ich bei der Präsentation sofort gemerkt, da bin ich auch ein Fuchs. Nein, das sind so Tricks, die lernst du auf keiner Schule, also weiter. Im edlen Sportresort beim Golf stand kurz vor dem siebten Loch ein Wolf. Der Golfer schlug ab voller Stolz, doch der Ball flog ins Unterholz. Da dachte der Wolf sich, ach, was soll's, und schlug ihn ungestüm in Richtung Fahne auf das satte Grün. Er schaute sich des Golfers helle Freude an und fraß ihn dann. Ja, also, was soll ich sagen, im letzten Frühjahr vor der Sommersaison habe ich das dann Ihnen geschickt und bis heute kein Honorar bekommen. Irgendwie auch komisch. So, das war mal ein bisschen Corona-freiere Geschichte, in der Hoffnung, dass wir auch mal wieder ins Theater können, auf die Bühne wieder lachen können, uns wieder begegnen können und auch wissen, wie wir aussehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. United we stand, divided we fall. Und es ist ja bald Ostern und ich habe gehört vom BAG und vom RKI, dass auch die Osterhasen eine Maskenpflicht kennen, aber man dürfe die Maske also wegnehmen, wenn man sie dann isst. Also, lieber Humor als Tumor und wie gesagt, es ist Ostern und Jesus hätte Karfreitag sicher auch gerne getanzt, wenn er es dann nicht so mit diesem Kreuz gehabt hätte. Also, alle Macht dem Souverän, Amandla, Avetu, merci vielmal, sali zusammen.